Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Literaturfreunde, ich unterbreche jetzt die feierliche Stille. Kaum ist die letzte Veranstaltung des Jahres 2013 vorbei, starten wir in ein aktives Jahr 2014. Und es freut uns ganz besonders, dass am Beginn unseres heurigen Veranstaltungsreigens eine Schwarzer Künstlerin steht. Ich versuche jetzt ein bisschen Eulen nach Athen zu tragen und möchte Barbara ganz kurz einem Schwarzer Publikum vorstellen. Wie alle wissen, stammt sie aus einer Schwarzer Künstlerfamilie und seit ihrer frühen Jugend ist sie literarisch tätig, erfolgreich literarisch tätig. Und für ihren Erzählband Leichten Herzens wurde sie nicht umsonst mit dem renommierten Ponto-Preis ausgezeichnet. Umso mehr haben wir uns gefreut, den ersten Roman begrüßen zu dürfen im abgelaufenen Jahr 2013, aus dem Barbara heute lesen wird. In Omka geht es um Protagonisten, die auf der Suche sind nach sich selbst, nach ihrem Platz in dieser Welt. Und es ist eine Geschichte, die uns sehr weit und sehr tief in die Abgründe der menschlichen Seele hineinführt. Und ich wünsche allen einen spannenden Abend mit Barbara Aschner. Guten Abend, sehr verehrtes Publikum. Ich freue mich sehr über das zahlreiche Erscheinen und freue mich, dass ich auch die erste Lesung dieses Jahres, die ich dieses Jahr halte, in meiner Heimat halte. In der Heimat zu lesen ist immer ein bisschen schwieriger als im Ausland zu lesen. Wenn man bekannte Gesichter vor sich hat, wird man bisweilen ein bisschen mutlos. Deshalb möchte ich diese Lesung gern mit einem Zitat beginnen von meinem Lieblingsschriftsteller Anton Tschechow, der gesagt hat, es gibt große Hunde und es gibt kleine Hunde, aber die Kleinen dürfen sich von der Existenz der Großen nicht verunsichern lassen. Sie alle haben die Pflicht zu bellen, und zwar mit der Stimme, die ihnen der Herrgott gegeben hat. Und in diesem Sinne möchte ich heute aus meinem Roman Omka vorlesen und möchte mich sehr bedanken für die Einladung vom Literaturforum. Das bestärkt. Und wie schon gesagt wurde, geht es in Omka um eine Frau, die von sich glaubt, keine Seele zu haben. Sie hat nicht nur keinen Platz auf der Welt, sondern sie glaubt tatsächlich von sich, dass sie gar keine Seele hat. Ihr fehlt etwas Elementares, das alle anderen haben. Und mit diesem ständigen Mangel, der ist wie eine glatte Stelle, wie ein Fass ohne Boden, versucht sie irgendwie, sich eine Existenz zu schaffen. Und es muss leider misslingen. Kapitel 1, die Bindung. Es war einmal, oder war auch nicht, vor langer Zeit ein Mädchen mit einer Seele aus Wasser, das nicht zur Welt kommen konnte, weil seine Mutter nicht bemerkt hatte, dass sie ein Kind unter den Herzen trug. Das Kind wurde trotzdem geboren und glaubt seitdem, es sei gar nicht da. Ich kannte die Mutter, aber das Mädchen kenne ich nicht. Seine Seele war niemals auf der Welt. Sie ist noch im Bauch seiner Mutter, am Meeresgrund, und das Mädchen sucht sie. Diese Geschichte ist keine wahre Geschichte. Sie ist gemacht aus Luft und Fantasie. Aber das Mädchen gibt es wirklich. Ich habe es selbst gesehen. Und die Geschichte beginnt so. Ein Mann war in einem Einkaufszentrum und fiel um und bekam keine Luft mehr. Die Ambulanz holte ihn ab und brachte ihn ins Krankenhaus. Es hieß St. Annen-Hospital. Eine Frau lag wie tot am Ufer eines Sees und bewegte sich nicht mehr. Ihr Brustkorb hob und senkte sich nur ein bisschen und nur selten.
Ihre Haare hatten die Farbe von schmutzigem Weizen und ihre Haut war weiß. Ein altes Ehepaar ging am See spazieren und die Frau deutete mit dem Finger auf sie. Der Mann begann zu laufen, die Frau rief die Polizei an. Der Mann lag im Krankenhaus und man gab ihm Sauerstoff. Der Arzt kam zu ihm und sagte, das, was er habe, sei angeboren. Das Blut reichere sich nicht genug mit Sauerstoff an. Es gäbe aber eine Therapie. Man könne operieren und zwei Stimulatoren in die Lunge einsetzen, dann lebe man mit der Krankheit ganz normal, wenn man ein bisschen aufpasse. Und wenn ich mich nicht operieren lasse? Fragte der Mann. Sie bekommen immer weniger Luft, sagte der Arzt, und irgendwann ist es, als ob man an der frischen Luft erstickt. Die Polizei kam. Die Polizisten stellten fest, dass sie noch lebte. Sie sahen das alte Ehepaar an. Wir dachten, sie sei tot, sagten sie. Da machte sie die Augen auf. Was ist denn passiert, fragte man sie. Sind sie geschwommen? Hatten sie einen Krampf? Sie nickte, begann laut zu lachen und hörte nicht mehr auf zu lachen. Wir haben hier eine verunglückte Schwimmerin, sagte einer in sein Funkgerät. Dem Einsatzleiter wurde unbehaglich. Vor 2 Wochen war vor seinen Augen jemand mit dem gleichen unbeherrschten Lachen nach einem Autounfall verwirrt mitten auf die Autobahn gelaufen und angefahren worden. Er deutete mit seinem Finger links und rechts neben die Frau und 2 Polizisten kamen und hielten sie fest, als ob sie sie stützen wollten. Unwillkürlich ging sie in die Knie und neben ihr bildete sich eine kleine Pfütze vom Wasser, das aus ihren Haaren floss. Ihr Lachen war etwas verebbt und man konnte nicht mehr hören, ob es in ein Wimmern übergegangen war. Ein paar Schritte weiter stand eine kleine, scharlachrot gestrichene Bank, wohin die Polizisten sie führten, sie hinsetzten und nahe bei ihr links und rechts stehen blieben. Sie schluchzte. Der Einsatzleiter machte mit dem Kopf eine Bewegung in Richtung des Polizeifahrzeugs und einer der Männer ging und holte 2 Decken. Man wickelte die zitternde Frau ein und fragte sie nach ihrem Namen. Sie überlegte kurz. Omka, sagte sie dann. Die Ambulanz kam. Der Mann im Krankenhaus lag auf dem Operationstisch. Er bekam eine Vollnarkose und tauchte tief unter in ein dunkles, stilles Wasser. Man brach seinen Brustkorb auf, die Knochen erzeugten ein hässliches, knirschendes Geräusch und setzte ihm die Stimulatoren ein, damit er nicht an der Luft erstickte. Das klaffende Loch in seiner Brust hatte glänzende Ränder. Die Spangen, die man angebracht hatte, damit der Brustkorb sich nicht sofort wieder zusammenbog, waren aus rostfreiem Stahl und der ganze OP-Bereich steril, weiß und keimfrei. Es ist gefährlich, wenn in einen Bereich, in dem sonst nichts Fremdes wie ein Keim oder ein Bakterium hineinkommt, plötzlich ein Haar oder eine Hautschuppe befällt, weil sich dann alles entzündet, wie die Haut der Welt bei Nacht. Es dauerte lange. Als er aufwachte, lag er in einem warmen Sauerstoffzelt und redete, wusste aber nicht mehr, was er gesagt hatte, als er später dann darüber nachdachte. Es tat ihm nichts weh, und er hatte den Eindruck, als könne er aufstehen und auf der Stelle nach Hause gehen, wenn er nur nicht so verwirrt gewesen wäre und sich fühlen würde, als hätte man ihn in eine Wolke von Kautschukflocken geworfen. Omka. Und wie noch? Fragte der Einsatzleiter. Da schloss sie langsam die Augen, sank in sich zusammen und ihr Oberkörper rutschte nach rechts, bis er auf der Bank lag. An den Innenseiten ihrer Beine waren rote Striemen. Sie begannen an den Knien und lagen wie 2 rote Wollfäden bis zu den Fußknöcheln auf der weißen Haut. Die Polizei sagte zu den Sanitätern, das ist eure Sache. Der Einsatzleiter war froh. Er hätte nicht gewusst, was er mit der Frau hätte machen sollen, wenn die Polizei sie hätte mitnehmen müssen. Immerhin wusste man nicht, ob man es hier mit einer geistig Verwirrten, einem Unfallopfer oder dem Opfer eines Gewaltverbrechens zu tun hatte. Und es war Wochenende. Die Sanitäter hoben sie auf und brachten sie ins Krankenhaus. Es hieß St. Annen-Hospital. Die Stationen waren brechend voll, weil gerade eine Grippeepidemie ausgebrochen war und sie war verwirrt und nicht bei sich, sodass man die Notversorgung vornahm, ohne etwas von ihr zu wissen. Sie kam mit dem Verdacht auf einen Schwimmunfall auf die Intensivstation. Man maß die Sauerstoffsättigung in ihrem Blut mit einem Lasergerät an ihrem Finger
und stellte fest, dass kein Wasser in der Lunge sein konnte. Nach einigen Untersuchungen fand man keine Anzeichen dafür, dass die Lunge Schaden genommen hatte oder man mit Spätfolgen eines Schwimmunfalls zu rechnen hätte. Sie wurde daraufhin auf die Gynäkologie verlegt, weil sonst kein Bett frei war und ohnehin niemand wusste, wohin mit ihr. Als sie am Morgen aufwachte, kam eine Krankenschwester und brachte ihr etwas zu essen. »Sie sind also aufgewacht, meine Liebe«, sagte sie. »Ich bin Schwester Marie. Wir wollten Sie jetzt noch bitten, diesen Zettel auszufüllen, vor allem Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und Adresse, vielleicht auch eine Telefonnummer, damit wir Ihre Angehörigen anrufen können.« Omka sah sie nur an und dann auf das Blatt. Die Krankenschwester war gegangen. Als sie wiederkam, um das Geschirr wegzuräumen, war das Papier immer noch leer. Omka sagte, »Ich weiß nur meinen Vornamen.« »Das nützt uns nichts, ich sage es dem Oberarzt.« »Und was soll ich jetzt machen?«, fragte Omka. »Ach«, sagte die Krankenschwester, »erstmal gar nichts. Gehen Sie doch hinaus, ein bisschen spazieren oder einen Kaffee trinken. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie bekommen ärztliche Hilfe. In unserem Gesundheitssystem wird im Zweifelsfall jeder behandelt.« Er wanderte durchs Krankenhaus und versuchte, einen Schritt nach den anderen zu setzen, war immer noch dumpf, müde und seine Füße fühlten sich an, als würde er dicke, scharfwollene Socken tragen. Aber er war barfuß. Alles kam ihm unwirklich vor. Wenn er versehentlich irgendwo anstieß, dann tat es ihm nicht weh. Er fühlte sich mächtig und verletzlich zugleich, als würde er schweben. Das normale, alltägliche Leben war plötzlich weg. Er starrte auf den grauen Plastikfußboden und folgte irgendeiner unsichtbaren Linie, neben sich zog er die Infusionsflasche am Gestell nach. Der Arzt hatte gesagt, er solle sich bewegen und viel trinken, dann würden die Nebenwirkungen der Vollnarkose schneller vergehen. Deshalb wandelte er immer noch halb betäubt durchs Krankenhaus. Die Menschen rollten an ihm vorbei wie Seifenblasen und er fühlte sich wie in einem warmen Traum. Als er an der Cafeteria vorbeikam, dachte er kurz daran, sich einen kleinen Schnaps zu kaufen, verwarf den Gedanken aber schnell wieder, obwohl er irgendwie eine Befreiung vorkam, weil der Arzt es ihm verboten hatte. Durch die Scheiben der Cafeteria sah er eine Frau, die bei einer Tasse Kaffee in der Ecke saß und gerade aussah, auf die Wand. Er blieb stehen und schaute sie an. Ihr langes Haar hatte die Farbe von schmutzigen Weizen, an ihrem Hals war ein Muttermal, das ihn irgendwie rührte, ihr Blick war neugierig und ihre Lippen halb geöffnet. Wie neugeboren, dachte er kurz. Sie merkte nicht, dass er sie ansah. Sie lag in ihrem Bett und ihr fielen Bilder ein, aber sie wusste nicht, woher sie kamen und ob sie aus ihrer Vergangenheit waren oder nicht. Die Gegenwart machte einen kraftvollen, frischen Eindruck auf sie. Alles, was sie sah, interessierte sie, weil sie es nicht kannte. Sie freute sich über das Glas Tee, das auf ihrem Nachttisch stand, über die Wolke am Himmel, die aussah wie ein Flügel, über den hässlichen Plastikfußboden, der nach Desinfektionsmittel roch. Sie wusste nichts mehr und das war wie ein dicker Dunstschleier, in dem sie hing, wie in einem Wolltuch eingepackt und ohne Namen, ohne Familie, ohne Geburtsdatum, Adresse, ohne Konto, ohne Besitz. Es gab nur die Gegenwart und Omka darin. Sie dachte kaum nach, weil es nichts nützte. Sie hatte kein Gesicht zu verlieren, sie wusste nicht mehr, welche Rolle sie spielen sollte, sie fühlte sich, als wäre sie unter Wasser und dort richtig. Das Meer um sie herum war kühl und trug sie, die Wellen gingen vor und zurück, als würde das Wasser ein- und ausatmen, rings um sie herum schwammen die Seelen der Ungeborenen, wie schillernde Himbeeren im Wasser vor und zurück, kicherten und schwatzten, ließen sich kurz auf ihr nieder, um dann blitzschnell wieder zurückzuzucken und mit einer ruckartigen Bewegung zu fliehen. Einen halben Meter von ihr entfernt blieben sie im Wasser stehen und schauten ihr zu. Der Mann, der im Krankenhaus operiert wird, ist Josef Grenzhäuser und hat Omka gesehen im Café und hat den Eindruck, dass er sich in sie verliebt. Und bietet ihr an, weil sie keine Versicherung hat und man nicht weiß, wie man diese Kosten decken soll, dass sie bei ihm wohnen kann, solange bis sie wieder weiß, wer sie ist. Und sie nimmt das an und zieht bei Josef ein.
Am Nachmittag, als er bei der Arbeit war, ging sie zum See, an dessen Ufer man sie gefunden hatte, und setzte sich auf die scharlachfarbene Bank. Von dort aus konnte man fast den ganzen See überblicken. Auf dem Weg dorthin hat sie einen kleinen Stein aufgehoben und die ganze Zeit mit sich getragen. Sie dachte lange nach. Dann warf sie den Stein ins Wasser. Schon als Kind hatte sie sich immer vorgestellt, dass dort, wo der Stein einschlug, in der Mitte der sich ausbreitenden Ringe etwas auftauchen könnte. Der Kopf eines Mannes, wie im Märchen vom Jäger und der Nixe, oder die Hand einer Meerjungfrau oder eine Seeschlange, die aus dem Wasser schaut. Sie dachte lange nach. Dann schaute sie auf. Der Himmel war grau mit den gleichen rosa Wolken wie an dem Tag, als sie zum ersten Mal in Josefs Haus übernachtet hatte. Und es kam ihr sehr lang vor, dass sie schon bei ihm war, und sie dachte, das sei ein gutes Zeichen. Obwohl ihr immer wieder der ekelhafte Gedanke kam, dass er eigentlich nichts Besonderes war, fasste sie einen stillen Entschluss. Mein Gedächtnis kommt zurück, sagte sie am Abend zu ihm. Langsam, aber es wird immer mehr. Er sah sie an und wusste nicht, ob er sich freuen sollte oder nicht. Weißt du, wie du heißt? Fragte er. Sie nickte. Anka Rampelhoff, sagte sie dann. Das passt ja gar nicht zusammen, sagte er und nahm einen Schluck Wein. Natürlich nicht. Denkst du, wenn ich mit Nachnamen Enduni oder sowas Exotisches hieße, dass ich dann einen so ausgefallenen Vornamen brauchen würde? Er lachte. Und jetzt? Muss man das nicht der Polizei sagen? Doch, sagte sie, morgen. Sie schaute auf das Gemüse auf ihren Teller. Ist irgendwas? Fragte er. Sie sagte eine Weile nichts. Dann flüsterte sie, was ist, wenn ich einen Mann habe? Ihm fiel ein Bild ein, ein weißblühender Kirschbaum mitten in der stockdunklen Nacht. Und etwas Weißeres kann es wohl nicht geben, dachte er bei sich, und ihm wurde unbehaglich. Ich meine, nur weil ich keine Kinder habe, sagte sie. Du brauchst dich nicht zu sorgen, sagte er. Wenn du keinen Mann hättest, sagte er fröhlich, dann würde ich dich wahrscheinlich auch nicht mehr mögen. Es gibt einen französischen Philosophen, der sagt, Liebe besteht hauptsächlich aus Neid. Einen, den keiner will, will auch keine haben. Er stockte, sprach immer langsamer und sagte dann, Ich wollte jetzt eigentlich... Da stand sie auf und schlug ihn. Sie schlug ihm ins Gesicht und setzte sich wieder hin. Er war fassungslos. Was? Sagte er, und als er sah, dass sie nicht reagierte, sagte er plötzlich aufspringend, sag mal, was soll denn das? Onka, bist du nicht mehr bei Trost? Sie sah ihn an. Was ist denn? Sagte sie ruhig. Ich meine, du hast mich eben geschlagen, mitten ins Gesicht und fragst mich jetzt, fragst du mich, was los ist? Ihre Augen wurden leer. Du hast mich auch nicht gefragt, ob du so kalte Sachen sagen darfst, du sagst sie einfach. Sie drehte eine Strähne ihres Haares zwischen den Fingern und sah ihn schief von der Seite mit zusammengekniffenen Augen an. Was? Fragte er ungläubig. Deshalb hast du mich geschlagen? Sie zog die Augenbrauen hoch und sagte mit demselben leeren Blick, ja. Und was daran kränkt dich so, dass du mich schlagen musst, fragte er und hielt sich die Hand immer noch an die Wange, obwohl sie nicht mehr wehtat. Ich will nicht reden, sagte sie, sonst hätte ich dich nicht geschlagen. Er schüttelte den Kopf, drehte sich um und wollte gehen, als sie ihn hastig fragte, bist du mir jetzt böse? Er drehte sich um und sah sie erstaunt an. Meinst du das ernst? Fragte er. Ja, sagte sie, und ihr Blick war klar und ohne Ironie. Er merkte, dass die Narbe an seiner Brust zu jucken begann und dachte, das sei ein gutes Zeichen, dass die Hautränder wieder zusammenwuchsen. Ich bin dir böse, sagte er zögerlich. Ihr leerer Blick machte ihm ein banges Gefühl und forderte ihn gleichzeitig zu etwas heraus, aber er wusste nicht genau zu was. Sie stand auf und trat einen Schritt auf ihn zu. Draußen war es schon lange dunkel. Ihre Augen ruhten auf ihn. Wie böse denn? Fragte sie und ihr leerer Blick verschwand. Was soll die Frage? Sagte er.
Das ist doch absolut unwichtig. Ich verstehe nur nicht, warum du mich ins Gesicht geschlagen hast. Du hättest immerhin etwas sagen können. Wir hätten uns aussprechen können. Wir hätten ein Glas Wein trinken können. Und ich hätte dir erklären können, was ich gemeint habe. Und dass ich wahrscheinlich einfach genau es zum falschen Zeitpunkt gesagt habe. Dann wäre das alles nicht... Er hörte auf zu sprechen, weil sie noch einen Schritt auf ihn zu machte. Sie stand ganz nah. Ihre Augen waren jetzt wach. Dann werde ich doch... sagte sie leise. Oder hast du Angst, weil ich eine Frau bin? Sein Blick fiel auf das Muttermal an ihrem Hals und in dem Moment dachte er, es passe nicht zu ihr. Sie ist verrückt, dachte er kurz, und ihm fiel ihr Schwimmunfall ein und das Trauma und der Gedächtnisverlust und die Psychiatrie. Omka, sagte er leise, was ist denn mit dir? Wieso fragst du, was mit mir ist? Wieso tust du so, als wüsste ich nicht, was ich tue? Ich bin noch nicht unzurechnungsfähig. Sie sah ihn wütend an. Seine plötzliche Milde und sein Verständnis machten sie rasend. Ich bin doch... Sie sah ihn an, wie er vor ihr stand, die Hand gehoben, wie zur Beschwichtigung. Wieder kam ihr seine schüchterne Art in den Sinn, sein Verständnis für alles und dass er eigentlich nichts Besonderes war. Und das ungeachtet dessen, dass er sich um sie kümmerte, sie bei ihm wohnte und er gut zu ihr war, seit sie sich kannten. Sie bekam Angst. Es lief ihr kalt über den Rücken. Vor ihr tat sich ein dunkles Loch auf und etwas drückte sie am Hals. Etwas, das sie schon kannte. Der blaue Plastikfußboden in der Küche reflektierte das Licht ein bisschen. Josef, sagte sie. Ich liebe dich. Entschuldige. Er war wie vor den Kopf gestoßen und wollte etwas erwidern. Da war sie schon zur Tür hinaus. In dieser Nacht bildete er sich ein, etwas singen zu hören. Sein rechter Arm war eingeschlafen, weil Omka drauf lag. Er strengte sich an, genauer hinzuhören, konnte aber nicht genau herausfinden, woher das Singen kam. Es klang wie ein Wimmern, Klagen und dann wieder wie ein hochgezogener Ton, eine traurige Melodie. Er schlief kaum und träumte wirr. Ein Fisch mit einem Pfeil oder einer Harpune im Bauch kam zu ihm geschwommen und sagte, »Zieh es heraus!« Zieh es heraus. Ein Teller gebratener Finger stand auf einer Stiege und sagte, steig da hinauf, steig da hinauf. Und die Finger deuteten die Stiege hoch und als er oben war, kamen zwei Kugeln durch die Wand und fuhren in seine Brust, dort wo die Narbe war, aber es machte ihm nichts aus. Als er aufwachte, war er nass geschwitzt. Er sah Omka an. Eigentlich ist sie ein Mädchen, dachte er bei sich. Da machte sie die Augen auf und sah ihn an. Guten Morgen, sagte er. Sie gähnte. Hast du gut geschlafen, fragte sie. Nicht wirklich, meinte er. Ich habe die ganze Nacht ein Geräusch gehört, das klang, als würde jemand vor dem Fenster weinen oder singen. Ach das, sagte Omka. Im ersten Stock ist der Fensterladen nicht eingehängt, weil an der Halterung etwas kaputt gegangen ist. In einer windigen Nacht klingt das dann komisch. Mehr und mehr bekommt Omka das Gefühl, dass sie etwas nicht hat, das Josef aber hat, dass sie braucht von ihm, dringend braucht von ihm. Sie weiß aber nicht genau, was es ist. Und das hängt nicht zusammen, ihr Gedächtnis kommt wieder, sie ist Rechtsanwältin, sie ist aus guter Familie, sie haben keine finanziellen Schwierigkeiten, Josef ist Architekt, verdient Geld, hat keine Schulden, sie leben zusammen. Es gibt keinen Grund für Besorgnis. Und der Gedanke, dass er etwas hat, das sie von ihm dringend braucht, lässt sie nicht los. Weißt du was? Fragte sie und legte ihre Beine auf den Fußteil des Bettes. Ich habe nicht nur keine Seele, ich habe auch keine Füße. Er war verwirrt. Was? Fragte er. Da warf sie sich auf ihn, küsste ihn stürmisch und fasste unter sein Nachthemd, streichelte die Narbe auf seiner Brust und biss ihn schließlich in den Hals. Mit ihren Händen strich sie die Seiten seiner Brust hoch, sodass er erschauderte und sagte ihm leise und deutlich ins Ohr, Josef. Dann sagte sie nichts mehr, obwohl er darauf wartete. Als er sie anfassen wollte, sagte sie forsch, Hände weg.
was ihn irritierte, und er wollte sich wegdrehen, als sie ihn anfuhr: Halt still! Ihr Blick wurde leer und er hatte einen Moment den Eindruck, als würde sich ihre Haut kühl anfühlen. So, als ob er einen Luftzug spüren würde. Sie glaubt dann zu wissen, was ihr fehlt, und will unbedingt ein Kind. Sie wird schwanger, sie verliert das Kind, sie wird wieder schwanger und verliert dann noch 3 Kinder. Und jedes Mal wurde sie ins Krankenhaus gebracht und medizinisch nachversorgt. Sie bekam Schmerzmittel, Beruhigungsmittel und 2-mal musste man die Gebärmutter ausschaben, weil die aufgebaute Schleimhaut sich nicht von selber löste. Im Krankenhaus bat man sie, sich die Ultraschallbilder anzusehen, weil das wichtig sei, um mit dem Vorgefallenen umzugehen. Und man bot ihr die Möglichkeit, die Kinder zusammen mit Josef zu begraben, aber sie lehnte ab. Verzweifelt suchte sie nach einer Erklärung für das, was passiert war. Das Gefühl des Mangels war wie eine runde, flache Stelle in ihrem Inneren, dort, wo eigentlich etwas sein sollte. Das Herz oder etwas Ähnliches, dachte sie sich, um sich selbst im nächsten Moment furchtbar leid zu tun. Mehr und mehr verlor sie den Glauben daran, dass sie etwas Eigenes besaß oder jemand Eigenes war. Josef hatte ihr einmal gesagt, dass er etwas Kühles, Berechnendes an ihr gefunden hatte und dass er glaubte, dass es nicht zu ihr gehöre. Daraufhin hatte sie gesagt, dass etwas Kühles, Berechnendes immerhin etwas sei und dass sie es nicht absichtlich tat. Der Traum mit der Möwe fiel ihr wieder ein und das eiskalte Wasser, das sich nach und nach wärmer anfühlte und das sie dann wusste, dass das ihr Ende war, und ihre Gleichgültigkeit darüber machte sie nachdenklich und traurig. Josef umsorgte sie, aber seine Teilnahme und sein stilles Mitleid ärgerten Omka, denn sie kamen ihr irgendwie unehrlich vor, weil er kein einziges Mal sagte, wie er sich fühlte, denn schließlich waren es auch seine Kinder gewesen. Als betrachtete sie sich ständig selber aus der Ferne, hatte sie den Eindruck, etwas sei unecht oder gelogen an ihr, sie wusste aber nicht was. Sie fühlte sich sicher und wurde ruhiger, wenn sie etwas gegen seinen Willen tat, wenn sie sich ihm aufzwang und merkte, dass er nachgab, dass er tat, was sie wollte, und sie fühlte, als stehe sie über ihm, und alles läge in ihrer Hand. In diesen Momenten, wenn es Nacht war und sie sein Gesicht mit der Hand niederdrückte, überkam sie immer die Vorstellung, sie würde etwas atmen hören, leise, aber schwer und unregelmäßig, und hielt manchmal inne, um angestrengt hinzuhören. Dann wurde das Atmen vielstimmig, so als würden mehrere kleine Tiere erschrocken nach Luft schnappen, und sie hielt den Atem an, um zu hören, ob es nicht ihr eigener war. Oder Josefs. Oder der Wind. Aber sie konnte es nie genau sagen. Die Geschichte geht dann so weiter, dass Omka dieses ersehnte Kind tatsächlich bekommt. Es ist ein Sohn, der heißt Jonas, wie Jonas im Walfisch. Und dieses Kind ist da und sie weiß überhaupt nicht, was sie damit anfangen soll. Es ist für sie, als gäbe es überhaupt keine Verbindung zwischen diesem Kind und ihr. Josef macht sich Sorgen um sie, er engagiert ein Kindermädchen, damit sie Freizeit hat, sagt ihr, sie soll sich um sich selbst kümmern, etwas für sich tun. Und Omka hat eine Idee, was sie tun könnte für sich selber, das Angebot, dass wir jeden Tag unter die Nase gerieben bekommen, sie geht einkaufen. Und vorher geht sie zur Bank, um sich Geld zu holen. Nach einer Unterschrift war die Dame am Schalter vor ihr verschwunden und Omka trat jetzt an den Schalter. Jetzt erst bemerkte sie, dass der Bankangestellte im eleganten Anzug krank war. Seine Wangen und seine Nasenflügel waren gerötet, die Augen waren glasig und auf der Stirn saßen kleine Schweißperlen. Diskret drückte er sich ein Stofftaschentuch an die Nase, wischte sich die Stirn und sah Omka dann freundlich an. An seinem Schalter stand ein kleines Schildchen: Magister Kevin Feuersinger. Entschuldigen Sie, sagte er, was kann ich für Sie tun? Sie gab dem Bankangestellten ihre Karte und sagte: 3.000 bitte. Der junge Mann im dunklen Anzug sah in seinen Computer, dann auf die Karte, dann sah er Omka an, die ihn freundlich anlächelte. Einen Moment bitte, sagte er und ging hustend ins Hinterzimmer, kam wieder zurück und zählte ihr die Scheine vor. 5, 10, 15, 20, 25 und 3.000, in Ordnung? Vielen Dank, sagte Omka beiläufig, haben Sie sich erkältet? Ach das, sagte der junge Mann,
Das ist die Jahreszeit. Alles ist krank. Da kann ich doch nicht auch noch. Und dann schnell. Und wir sind ja gerne für unsere Kunden da. Omka dachte an Grippetropfen, kalte Umschläge, heißen Tee und Brustwickel mit Zwiebeln. Sagte aber, weil er sie durchgehend anlächelte, nur: Wiedersehen, gute Besserung. Als sie an der schwarz verglasten Außenwand des Gebäudes entlang lief, kam sie an einem großen Fenster vorbei. Ihr Blick fiel flüchtig hinein. Junge Leute, die Frauen in Hosenanzügen, die Männer dunkel gekleidet mit Krawatten und Brillen, hörten einem Dozenten zu, der an einer Tafel stand. Auf der Tafel war eine rote Kurve, die in Zacken verlief und bei einer 0 und einer 8 steil nach unten fiel. Omka verstand nicht, was drinnen gesprochen wurde, aber der Dozent gestikulierte wild, auf seiner Stirn standen die Schweißperlen und sein Gesicht zeigte Euphorie, sein rechter Zeigefinger deutete nach oben. Im Einkaufszentrum gab es mehrere Ebenen, in der Mitte konnte man ganz hoch und durch das Dach hinaussehen und zwischen den Etagen gab es Rolltreppen, Cafés und Sitzecken, wo man auch essen konnte. Die Wände waren fort und es war alles aus Glas. Überall sah sie bunte Schriftzüge, aus den Lautsprechern kamen Musik und Stimmen. Shoppen macht glücklich, stand da. Und erst jetzt fiel Omka auf, wie unglücklich sie doch war. Unglücklich, flüsterte sie und noch einmal: Ich bin unglücklich. Ich bin so unglücklich. Markenverliebt, stilverliebt, erfolgsverliebt, bewerben Sie sich bei uns, stand da. Omka überlegte und setzte sich dann auf einen kleinen Tisch. Man konnte von dort in den unteren Stock auf eine Sitzgarnitur schauen und auf die Leute, die mit ihren vollen Taschen vorbeihasteten. Das ist doch nicht das wahre Leben, dachte sie bei sich. Der Kellner kam, seine Haare waren schwarz und an den Seiten des Kopfes rasiert, in der Mitte länger und mit Gel zu einer spitzen Frisur geformt, seine Ohrläppchen mehrmals durchstochen und auf seinen Unterarmen waren schwarze, verschlungene Ornamente, die wie ein Drachenkopf aussahen. Ein Glas Champagner, sagte Omka. Sie fühlte sich wohl in ihrer Haut, als sie das sagte. Wir haben auch Champagner Rosé, wenn Sie möchten, sagte der Kellner, spritzig, elegant und ganz neu eingetroffen. Warum nicht, sagte Omka und spielte mit dem Gedanken, sich einen Drachen auf dem Unterarm anzuschaffen, so wie der Kellner. Sehr gerne, sagte der und ging zurück zum Tresen. Das ist doch nicht wirklich, dachte sie noch einmal und im nächsten Moment sich über sich selber zu ärgern. Sie saß in einem schicken Kaufhaus bei einem Glas teuren Champagner, das Kind war zu Hause bei der Kinderfrau und sie konnte nicht aufhören zu denken und zu denken. Alles vergessen wollte sie jetzt, es genießen, ob es unklug war, dekadent oder nicht das Wahre, aber was war schon das Wahre? Der Champagner kam, Omka beobachtete eine Gruppe Kinder, die in der letzten unteren Etage um eine Sitzgarnitur rannten, wo ihre Mütter saßen, jede eine kleine Kaffeetasse in der Hand und sich unterhielten. Plötzlich erschien ihr alles wieder neu und die Welt frisch und interessant. Sie erinnerte sich an die Zeit im Krankenhaus und dann fiel ihr die Absage wieder ein, die sie auf ihre Bewerbung bekommen hatte. Ach, zum Henker, sagte sie laut, aber es hörte niemand, weil die Musik und die Geräusche des Einkaufszentrums das meiste übertönten. Sie dachte an Josef und plötzlich schämte sie sich noch ein bisschen mehr, hier zu sein und Champagner zu trinken, während er im Büro hinter seinen Plänen saß, schob das Gefühl aber wieder beiseite. Schließlich hatte er zu ihr gesagt, sie solle hinausgehen, etwas Zeit unter Leuten verbringen und nicht immer nur zu Hause sein, weil ihr das nicht gut tun würde. Und jetzt bemerkte sie, dass er wirklich recht hatte. Ihr Blick fiel auf das Schaufenster eines Geschäfts neben dem Café und sie sah eine fast nackte Frauenfigur, die rote Schuhe trug. Sie sahen aus wie Tanzschuhe. Omka betrat nach kurzem Zögern das Geschäft. Als sie noch ein Kind gewesen war, hatte sie immer solche Schuhe haben wollen, was ihr im Erwachsenenalter dann selber dumm vorkam und sie fand es jetzt noch immer ein bisschen lächerlich, aber nach kurzer Zeit verließ sie den Laden mit den in weißen Knisterpapier eingewickelten und in einer schwarzen Schachtel verpackten roten, viel zu teuren Tanzschuhen. Die roten Schuhe, dachte sie dann. Irgendetwas an diesen drei Wörtern kam ihr bekannt vor, ihr fiel aber nicht mehr ein, was es war. Omka war im Einkaufszentrum und warf 3.000 in den Wind und fühlte sich frei. Sie kaufte sich Schuhe, Kleider, einen Hut, ein paar Handschuhe, Unterwäsche, Porzellan mit einem Goldrand, das sie nicht brauchte, und einen türkisen Seidenschal. Sie lief mit der Einkaufstüte auf die Damentoilette, um sich umzuziehen, schlüpfte in ein taubenblaues Kleid, setzte sich den großen cremefarbenen Hut und eine dunkle Sonnenbrille auf,
zog die schwarzen Spitzenhandschuhe über und griff dann erwartungsvoll nach der Schachtel mit den Schuhen. Ein viel zu teurer Missgriff, dachte Onka bei sich und ärgerte sich über sich selbst, dass sie in einem solchen Moment solche Sachen dachte. Und zum Kleid passen sie auch nicht, dachte sie weiter. Ach was, und beschloss sich zu freuen. Als sie die leuchtend roten Schuhe auspackte, freute sie sich auch wirklich. Und als sie sie angezogen hatte, fühlte sie sich befreit von den unangenehmen Gedanken. Es war zwar dumm, sich solche unpraktischen, teuren Schuhe zu kaufen, aber sie fühlte sich lebendig in diesem sinnlosen und überflüssigen Kauf und sie hatte genug Geld. Warum also nicht? Onka stellte sich vor den Spiegel der Damentoilette und fühlte sich richtig und mächtig in ihren neuen Kleidern, ein bisschen wie in einem Kampfanzug. Die Schuhe passten zwar nicht ganz zu dem grauen Blau des Kleides, der Hut war etwas zu groß, aber die Sonnenbrille und die Handschuhe verliehen Onka etwas Unnahbares, Arrogantes und Eigenes. Genau so wollte sie sich in diesem Moment fühlen. Und dieses Gefühl war ihr alles Geld der Welt wert. Sie beschloss noch einmal in dasselbe Café zu gehen, wo sie schon vor ihren Einkäufen war. Dass sie jetzt aussah wie ein hungriges Gespenst, fiel ihr nicht auf. Onka saß am Abend alleine im Schlafzimmer, während Josef im Badezimmer unter der Dusche stand. Sie wartete auf ihn und als er kam und sich zu ihr ins Bett legte, umschlang sie ihn wie eine Liane, drückte ihn an sich und als er sie ansah und ihr mit einer gewohnten Bewegung liebevoll über die Wange strich, ärgerte sie sich. Eine kleine hässliche Stimme in ihrem Kopf fragte, magst du ihn überhaupt? Natürlich, dachte sie und drückte ihn noch fester an sich und klammerte sich an ihn wie eine Ertrinkende. In dieser Nacht träumte sie von einem großen kalten Fluss mit glatten Steinen am Ufer, über die sie lief. Sie lief vor etwas davon, wagte es aber nicht, sich umzusehen. Das Wasser schäumte und brodelte, alles war lebendig und voll Bewegung. Und immer wieder auf den glatten, nassen Steinen ausrutschend, verlor sie andauernd das Gleichgewicht und lief, lief, lief. Sie wusste nicht mehr, ob sie wirklich aus Angst lief oder aus Lust am Laufen. Aber es war doch etwas da, das hinter ihr lief und von dem sie nicht wusste, ob es sie verfolgte oder ob es einfach auch nur lief. Der Fluss, an dessen Ufern Weiden mit langen grünen Zweigen wuchsen, machte eine Biegung und wo kleine Kaskaden waren, stiegen Fahnen aus Dunst hoch, aber nicht sehr hoch, die in der Luft nebelig aussahen und sich ein kleines Stück weiter wieder sanft aufs Wasser legten. Onka wagte es immer noch nicht, sich umzusehen. Sie lief und hörte hinter sich immer wieder jemanden laufen. Im Gebrodel des Wassers meinte sie, je weiter sie lief und nicht stehen blieb, immer dasselbe japsende kleine Atmen in ihrem Kopf zu hören, von dem sie nie wusste, ob es nun Einbildung war oder nicht. Da, mitten im schnellen Lauf, rutschte ihr linker Fuß an der Kante eines Steins ab und sie fiel hin, der Länge nach. Es gab ein hohles Geräusch, als ihr Brustkorb auf die Steine schlug. Für einen kurzen Moment bekam sie keine Luft mehr und in ihrem Mund war ein eiserner Geschmack. Das vielstimmige Atmen wurde lauter und in diesem Moment war sie überzeugt davon, dass sie es wirklich hörte und sich nicht nur einbildete. Ihr Kopf lag mit dem Gesicht zum Fluss, auf den die Sonne jetzt ihre Strahlen warf und alles machte einen schönen und friedlichen Eindruck. Aber das Atmen ging einfach nicht weg und hinter sich hörte Onka noch eines. Ein einzelnes, das offenbar nicht dazu gehörte. Es gehörte jemand anderem. Das Geräusch von langsamen Schritten, die auf sie zukamen, wurde deutlicher. Panik ergriff sie und sie stemmte sich mit den Armen hoch und zog die Beine nach vorne, um aufzustehen. Auf dem Stein, den sie unter sich sah, war ein kleiner roter Fleck. Onka war noch nicht einmal richtig auf den Beinen, als sie wieder strauchelnd lief und voll Entsetzen hörte, dass das Geräusch der Schritte hinter ihr auch wieder schneller wurde. Die Weidenäste hingen ins Wasser wie grüne Schnüre, die der Wind langsam bewegte. Onka lief unter einem der Bäume durch, der sich über die Steine neigte, worin ein schwarzer Vogel mit weißen Kragen und roten Äuglein saß, den sie nicht sah. Ein klagender, schriller Ruf schallte über den Fluss und die hohen Steinwände warfen ihn zurück. Als Onka das hörte, wurde ihre Angst zur Panik und sie rannte so schnell sie konnte, ohne sich umzusehen, nur weiter, nur weg von diesem schrecklichen Ort. Sie hörte das Kreischen des Vogels hinter sich, ihr Atem keuchte, die Brust tat ihr weh, der Geschmack von Eisen in ihrem Mund war immer noch da, aber etwas war anders und ihre Schritte verlangsamten sich, bis sie stillstand und angestrengt lauschte. Es war still, außer dem Wasser hörte sie nichts mehr. Keine Schritte, kein Atmen, nur den Wind und den Fluss, auch der Vogel war still. Erleichtert und mit dem sicheren Gefühl, dass sie gerade noch entkommen war, setzte sie sich auf einen Stein und beruhigte sich, ihr laut schlagendes Herz verlangsamte seinen Gang. Sie atmete tief ein und wieder aus und schaute flussabwärts, wo sie in nicht allzu weiter Entfernung eine weiße Gestalt neben dem Wasser stehen sah. Onka versuchte genauer hinzusehen,
Offenbar war es eine Frau mit sehr heller Haut. Irgendetwas an ihr erweckte den Eindruck der Vertrautheit und Omka hatte das Gefühl, sie kenne sie. Angestrengt versuchte sie, das Gesicht der Gestalt zu erkennen, die jetzt geräuschlos die Hände zum Himmel hob, ihren Oberkörper langsam nach links bog, bis sie nicht mehr weiter konnte und sich dann fallen ließ. Das Flusswasser umfing sie und sie war verschwunden. In dem kurzen Moment, bevor sie gefallen war, hatte Omka das Gesicht gesehen und es war ihres. Jetzt bewegt sich alles auf das Ende zu. In der kommenden Woche gab es nochmal starken Frost, als Omka mit einer kleinen Tasche das Haus verließ. Sie hatte zu Josef gesagt, dass es so nicht weitergehe, dass sie auf die eigenen Beine kommen müsse, sich selbstständig machen und erst einmal in der kleinen Wohnung bleiben wollte, die sie als Kanzlei angemietet hatte, denn sie hatte beschlossen, sich selbstständig zu machen. Das Kind Jonas hatte sie bei ihm gelassen. Mit dem Vorsatz, vernünftig zu sein und den Dingen, wie sie nun einmal waren, ins Auge zu sehen, war sie zu dem Schluss gekommen, dass das Gefühl der Unsicherheit, des Mangels und der fehlenden Wärme wohl zu ihr gehören mussten und sie deshalb da, wo sie war, einfach falsch war. Man musste Mut fassen für einen neuen Anfang. Man kann kein Kind erziehen, wenn man sich nicht einmal sicher ist, ob man es überhaupt mag. Und mit keinem Mann leben, mit so einem Gefühl, dachte sie sich. Und wenn es schon ihre Eigenart war, dann müsste man auch damit umgehen und dürfe nicht die ganze Zeit ein Leben führen, das gar nicht dieser Eigenart entsprach. Ein Wolf mag kein Heu, auch nicht, wenn er im Kuhstall wohnen muss. Und sie war sich sicher, dass alles besser werden würde, wenn sie das einsah. Es klingelte und Omka ging zur Kommode und nahm etwas aus der Schublade. Es lag schwer und kalt in ihrer Hand und sie versteckte es in ihrer Kleidung. Es war eine Walter GSB, wie die Fachleute später sagten. Dann ging sie zur Tür und öffnete, um Josef hereinzulassen. Es prickelte hinter ihren Lidern. Als sie die Tür öffnete, hastete er herein, offensichtlich war er in Eile. Er fragte sie nur kurz, wie es ihr ginge, entschuldigte sich, er habe es eilig, er würde nicht ablegen, er käme nur, um das Kind mitzunehmen und fragte, wo es sei. Omka sagte, Jonas würde schlafen. Josef sah etwas erstaunt auf die Uhr und sagte, er könne leider nicht warten, bis er von selber aufwachen würde und ging schnellen, aber leisen Schrittes zum Sofa. Omka folgte ihm ebenso leise. Es atmete wieder und sie war sich sicher, es genau zu hören. Es wurde lauter und lauter. Es wird mich noch zugrunde atmen, dachte sie verärgert, als Josef sich zu dem toten Kind bückte, erschrocken hochfuhr und sich zu Omka umdrehte, die eine Hand ausgestreckt hielt, in der sie das kalte, schwere Ding hatte. Josef sah sie ungläubig an. Er hatte keine Möglichkeit zu verstehen, was gerade passierte, weil in seinem Kopf kein Muster war, in das nur annähernd hineinpasste, was er gerade sah. Nur die Möwe fiel ihm ein und der Fluss. Omkas Finger, die sich um den Hals der Möwe gelegt hatten und die kurzen Federn, die zwischen ihren Fingern herauslugten. Dann drückte Omka ab und Josef fiel um. Er fiel rückwärts und blieb halb auf dem Sofa liegen und halb am Boden. Der grauweiße Bettbezug sog sich voll rot. Und als sie Jonas und Josef zusammenliegen sah, in dieser unmöglichen Position, in diesem verdreckten Bett, war sie zufrieden und wusste nicht warum. Jonas lag mit geschlossenen Augen und leicht geöffnetem Mund da, die helle, ebenmäßige Haut nur an einer Stelle an der Schläfe verfärbt, das wattige Haar und die kindlichen Züge glichen dem Gesicht seines Vaters, dessen Wange auf seiner Brust lag, die klaren, dunklen Augen und den Mund geöffnet, als wolle er seinen Geist aushauchen, eine Hand hing seitlich vom Sofa, die Beine waren verdreht. Omka stand still. Sie überlegte nicht mehr. An der Wand standen die Kanister mit dem Nitroverdünner. Sie schraubte die Deckel ab, kippte sie um und der Teppich tränkte sich mit dem beißend gut riechenden Pinselreiniger. Ich habe sie tot geweint, sagte sie voll Pathos, als sie den Teppich anzündete und aus der Wohnung lief. Das kalte, schwere Ding in der linken Hand lief sie auf die Straße. Ich habe sie tot geweint. Hinter ihr knallte es laut und sie hörte das Fauchen des schnellen Feuers, die Flammen schlugen aus den Fenstern. Der Drachenwagen rollte an. Jetzt gehört es mir, denkt Omka. Sie fühlt sich, als hätte sie jahrelang im Koma gelegen und wäre in diesem Moment aufgewacht. Alles ist neu, frisch und schrecklich schön. Die guten Ratschläge von Josef ziehen an ihr vorbei, die Hilfe und die Enge.
Ihre Augen weiten sich, ihr Herz schlägt bis zum Hals, die beiden Drachen vor ihr schlagen die Klauen in die Wolken. Omka lacht und hebt die Hand zum Himmel. Sie drückt ab und es kracht laut. Alle Leute auf der Straße ducken sich und reißen die Köpfe zu ihr herum. Der Himmel ist grau, man sieht kein einziges blaues Fenster darin. Das Gefühl von Gegenwart und davon, dass alles möglich ist, wenn das, was jetzt gerade passiert, auch möglich ist, lässt sie laut auflachen. Sie lacht unbeherrscht. Unweit von ihr sucht ein alter Mann Schutz hinter einem großen Container mit rot-weißen Streifen. Er hat einen Hund bei sich, der nicht mit ihm hinter den Container will und an der Leine zieht. Sie zielt auf ihn und drückt ab, sieht ihn fallen und denkt wieder ans Meer. Sie hat keine Angst. Irgendjemand hat anscheinend gehört, dass sie laut »Ich gehe zurück, ich gehe jetzt zurück« geschrien haben soll, was aber nicht bestätigt wird. Später wird der alte Mann sagen, dass es Gott war, der die Kugel an seinem Kopf vorbeizog und nur die Haut dabei aufschürfte. Omka denkt nicht nach. Sie schließt die Augen und sieht ein Bild. Es ist das Meer und es ist groß. Als sie an ihren Bauch fasst, spürt sie nichts, keine graue Schnur, keine Schlange. Sie hat keine Angst. Wie eigenartig, denkt sie. Die ganze Spezialeinheit ist da. Die Scharfschützen, die Feuerwehr, Sondereinsatzkommando. Alles wegen ihr. Noch niemals im Leben hatte sie so ein Aufgebot. Man hatte sich gefreut, als das Kind geboren wurde. Man war gerührt bei ihrer Hochzeit und stolz auf ihre Ausbildung. Aber jetzt hatte man Angst vor ihr. Angst und Schrecken. Und es gefällt ihr schrecklich. Ich habe mein Kind erledigt wie einen kleinen Spatz und meinen Mann gleich dazu. Was glaubt ihr eigentlich, mit wem ihr redet? Schreit sie wie irre durch die verschlossene Tür. Und draußen ist man sich mittlerweile der Gefährlichkeit der Situation bewusst. Der Einsatzleiter spricht durch ein Funkgerät mit den Scharfschützen, die in den Büschen vor den Fenstern liegen, und sagt dann durch den Lautsprecher, bewahren Sie Ruhe und werfen Sie die Waffe weg. Wir garantieren Ihnen Sicherheit, wenn Sie unsere Anweisungen befolgen. Omka lacht leise und denkt hämisch, dass Sicherheit wirklich eine unglaublich wichtige Sache ist. Sie legt sich flach auf den Bauch und hält die Pistole in beiden Händen. Dann schießt sie durch die geschlossene Tür auf die Polizisten. Die Drachen speien Feuer und Rauch. Das Feuer hat den Geruch von Asche und Staub. Es gibt ein Gesetz, das besagt, wer auf Polizisten schießt, wird umgebracht, und Omka kennt das. Draußen gibt der Einsatzleiter daraufhin einen Befehl. Einer der Männer der Spezialeinheit legt eine Maschinenpistole an. Omka liegt hinter der Tür und wartet. Sie hört draußen dumpf ein trockenes, kurzes Wort. Feuer. Der Schütze zieht die Maschinenpistole durch die Wand. Drinnen hört sie ein splitterndes Geräusch und ein lautes Rattern, das so klingt, als würden kleine Fäuste mit aller Kraft an die Tür klopfen. Dann klopft es an ihr, überall, und dort, wo es geklopft hat, spürt sie auch sein Stechen und dann nichts mehr. Die roten Drachen liegen ruhig an ihrer Seite. Der Schütze mit dem Maschinengewehr trifft Omka mit 17 Kugeln und sie ist sofort tot. Das Zimmer wird gestürmt und nachdem man die blutüberströmte Frau mit den offenen, fröhlichen Augen auf dem Boden liegen sieht, der Notarzt gerufen. Er ist jung, etwas dick und seine Fingernägel sind abgekaut, aber er macht einen sehr klugen und ruhigen Eindruck. Er stellt den Tod fest. Als man Omka in den schwarzen Sack mit dem Reißverschluss vorne packt, fällt ihm das Muttermal an ihrem Hals auf, das ihn an irgendetwas erinnert, er weiß aber nicht woran, und zieht den Reißverschluss zu, wobei sich einige ihrer langen Haare immer wieder einklemmen und er deshalb mit viel Kraft ziehen muss, um ihn zuzubekommen. Er schüttelt den Kopf. So eine Verschwendung, sagt der 30-jährige Notarzt, bevor er mit einer Handbewegung bedeutet, dass man den Sack jetzt wegbringen kann. Er füllt ein Formular aus, unterschreibt es und gibt es jemandem, der neben ihm steht und es wegbringt. Die Polizisten stellen kleine Schildchen mit Zahlen auf und auf dem Boden, wo Omka gelegen hatte, bleibt nur ihre Silhouette, die man mit weißem Plastikband markiert hat. Da sie noch nicht identifiziert ist, hängt irgendjemand einen Zettel an den Sack, auf dem das Wort Amok steht. Im Bericht über den Einsatz wird später stehen Suicide by Proxy. Der Einsatzleiter wird sagen, dass der Einsatz nach allem, was er wüsste, rechtmäßig sei. Bei der Pressekonferenz wird er erklären, was der Notfallplan in einem solchen Fall vorsieht und dass die Polizei bemüht wäre, das Leben zu schützen und dass die Situation dadurch erschwert worden wäre, dass Omka sich in einem geschlossenen Raum befunden hatte. Am Tag danach legt man Blumen vor dem Krankenhaus nieder, zündet Kerzen an und es gibt Berichte im Fernsehen und in den Zeitungen. Der junge Mann mit dem Maschinengewehr legt eine Sonnenblume vor dem Krankenhaus nieder und bekreuzigt sich. Inzwischen ist das Wetter wieder schön und die Sonne scheint. In großen roten Schlagzeilen liest man am Tag danach in den Zeitungen Titel wie
hinter der Idylle und das Drama der OMKG. Im ersten Fernsehbericht sagt die Reporterin: Wir wissen noch nicht, was zu dem Amoklauf geführt hat, aber diese Frau ist, wie man landläufig sagt, durchgedreht. Eine Psychologin wird interviewt. Sie hat einen pflaumenfarbenen, geschminkten Mund, ein graublaues Kostüm mit weißer Bluse und ihre Hände liegen gefaltet auf dem Stehpult. Es ist ungewöhnlich, dass von einer Frau so viel Gewalt ausgeht, sagt sie. Aber man muss es so sehen, dass heutzutage die Doppelbelastung von Familie, Beruf und Kind dazu führen kann, dass einzelne Menschen nicht mehr weiter wissen. In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass es noch eine Trennungssituation gab. Außerdem deutet einiges darauf hin, dass der Ehemann ein Verhältnis zu einer anderen Frau unterhielt. Irgendwann wird dann alles zu viel. Man fragt sie, wie man so etwas denn verhindern könne. Und die Psychologin gibt viele und lange Antworten, in denen sehr oft die Wörter Partnerschaft, soziale Kontakte, mangelnde Empathie und Frauen in der Gesellschaft heute insgesamt vorkommen. In Wahrheit hatte Josef nie ein Verhältnis zu einer anderen Frau. Das St. Annen-Hospital legt ein Kondolenzbuch aus. In der Zeitung steht, Omka wäre wegen ihrer Fehlgeburten ins Krankenhaus gelaufen. Woanders, Josef hätte sie schnöde verlassen und sie hätte die Trennung vom Kind nicht verkraftet. Und ihr mangelnder beruflicher Erfolg hätte sie verzweifeln lassen. Er hätte sie betrogen und sie wäre gegangen. Wilinka, die Kinderfrau, wird interviewt. Sie sagt, dass Omka doch eine so fürsorgliche Mutter war und dass sie es nicht verstehen könnte. Niemand hat für Omka geschrieben, deren unsterbliche Seele mit den Drachen auf den Wolken reitet. In jedem Volk, in jedem Land gibt es kluge Leute, die sagen, man solle nicht zu viel reden, denn Worte hätten Kraft und man dürfe sie nicht verschwenden. Aber darf man das als Geschichtenerzählerin glauben? Danke sehr für die Aufmerksamkeit. Liebe Barbara, danke für die spannende Lesung. Sie möchten sicher gern alle jene ausgelassenen Stellen, die diesen dramatischen Finale geführt haben, kennenlernen. Wir können Ihnen helfen, wir haben zufällig ein paar Exemplare gebucht, dass Sie also gerne hier erwerben können. Die Lesung ist in Bälde im Internet auf Schlagzeilen auch das noch abrufbar. Und sollte jemand unsere Einladungen noch nicht bekommen, da liegt eine Liste. Wenn man sich eintragt, kriegt man verlässlich rechtzeitig zu allen unseren Veranstaltungen entsprechend die Einladung. Ich darf ganz herzlich noch unseren lieben Bürgermeister Dr. Hans Lindner begrüßen in unserer Mitte. Einladen, ein bisschen da zu bleiben, mit der Barbara das Gespräch zu suchen. Leider ist ja nicht mehr so viel in Schwarz. Vor allem, glaube ich, in nächster Zukunft wenig. Und sie signiert natürlich die Bücher auch sehr gerne. Kein Problem. Und wir würden uns freuen, Sie bei unseren nächsten Veranstaltungen in diesem Frühjahr begrüßen zu dürfen. Einen schönen Abend noch und danke fürs Kommen. Mit einem mir wichtigen Gedicht, das mich begleitet hat durch die ganze Lektüre, also durch die ganze Zeit, in der ich Omka geschrieben habe, von Theodor Fontane. Es kann die Ehre dieser Welt dir keine Ehre geben. Was dich in Wahrheit hebt und hält, muss in dir selber leben. Wenn es deinem Innersten gebricht an echten Stolzes Stütze, ob dann die Welt dir Beifall spricht, ist all dir wenig Nütze. Das flüchtige Lob des Tages Ruhm magst du dem Eitlen gönnen, dies aber sei dein Heiligtum vor dir bestehen können. Danke sehr.